So, willkommen zurück an der russischen Grenze. Der Russlandfeldzug wird geplant und wird bald starten. Und dazu ein paar Kleinigkeiten voraus. Strategievideo überlege ich mir noch eins zu machen, bevor ich den Russlandfeldzug beginne, aber erstmal etwas vorab. Mit diesen Fallschirmjägern, ihm und ihnen und ihm. Ihn werde ich gleich noch hierhin verlegen. Das heißt, diese Truppen werden hier verschoben und bevor ich es vergesse, ganz wichtig, werden nach dort verlegt. Dann versuche ich Kiew und Dnipropetrowsk, schwieriges Wort, in der ersten Runde einzunehmen. Das heißt, ich habe eine Bewegung von 6, eine Sprungreichweite. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5, 6 würde genau hier hinkommen und 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nach Kiew. Und mit ihm könnte ich auch hier hinkommen. Zur Not kann ich auch die Vorstädte einnehmen. Das heißt, ich vermute nicht, dass er überall hier Truppen hat. Falls er hier Truppen hat, würde ich die, indem ich hier diese Eisenbahnschienen einnehme, quasi von der kompletten Versorgung abschneiden. Hier unten ist natürlich noch eine Versorgungslinie vorhanden. Das heißt, ich versuche hier und hier die Versorgung abzuschneiden. Mit den Truppen werde ich nach vorne ziehen. Und dann habe ich hier relativ gutes Spiel. Diese Panzereinheiten werden diese Runde abgegradet. Nein, nicht verlegen, sondern ein Upgrade möchte ich gerne tun. So, bevor ich das vergesse, das Problem, was ich habe, ich habe fest, sehr fest damit gerechnet, dass ich diese Runde Infanteriewaffen vorgeforscht bekomme. Leider hatte ich Pech und es ist nicht so passiert. Aus dem Grund habe ich jetzt relativ viel Geld, aber keine Infanteriewaffen. Somit stehen die ganzen Truppen hier rum. Sie wurden relativ schnell verlegt und bewegt und ich konnte das nicht machen. Ich habe hier mal geguckt. Ich könnte theoretisch, weil ich noch nicht mit Russland im Krieg bin, die Infanteriewaffen erforschen. Mein zweites Problem ist, ich habe jetzt natürlich mehr als 18 Einheiten hier an der Grenze. Ich werde natürlich auch keine wegverlegen. Und somit wird der Russe natürlich dieses Verhalten nicht als freundlichen Akt betrachten, was man auch nachvollziehen kann. Gut, dann mache ich erstmal die ganz wichtigen Aktionen. Ich werde diese Rakete nach Cherbourg verlegen und mit dieser Rakete Russland angreifen. Leider kann man nicht sehen, wie viel er jetzt an Versorgung verloren hat, aber es macht einen Ressourcenschaden von 3. Deswegen vermute ich mal, dass jetzt London langsam zerbombt wird. Diese Flieger werde ich verlegen an die russische Front, damit sie dann im Frühjahr hier ankommen und dann hier unterstützen können. Diese kleine Armee wird das Ziel haben, Riga und diesen Bereich einzunehmen. Ich werde sehen, wie viel Widerstand kommt. Entweder werden sie sich hier verschanzen und dort ausharren, oder sie werden weiter bis nach Leningrad vorziehen. Da Finnland wahrscheinlich nicht in den Krieg mit eintritt, wir schauen mal auf die Diplomatie. Schauen wir mal, Russland ist bei 39% und die Finnen eigentlich mit F, aber Finnland ist bei 16% auf der Seite der Alliierten. Ich habe sogar ja, Ressourcen hineingesteckt, aber bis jetzt habe ich damit Pech gehabt. Gut, diese Truppen könnte ich noch transportieren. Ich werde jetzt mal auskundschaften. Es ist nichts zu sehen. Und dann könnte ich gleich die Artillerie auch noch mit nach unten stellen. Gut, dafür dazu. Jetzt, ich werde hier in Afrika erstmal meinen Afrika-Feldzug durchführen. Das heißt, ich hoffe, dass ich hier nach vorne komme. Dieser Panzer ist mit 2 von 3 verschanzt. Das heißt, werde erstmal einen kleinen Angriff wagen. Den Panzer vernichten. Gut, er wird nach vorne gehen, scouten. Das heißt, ich sehe hier einen Flieger und den Flieger werde ich mir
definitiv noch holen. Wollte ich sagen. So. Allermein. Wenn ich mir schnappen. Er hat eine Versorgung von 3, die wird natürlich jetzt noch schlechter werden. Er hat eine Versorgung von 5, das heißt. So, das sieht auch schon mal gar nicht so schlecht aus. Er rückt nach. So, jetzt habe ich gar nicht zum Anfang geguckt, den Modus, der steht auf halbautomatisch. Aber er hat alle Einheiten drin und somit ja, die Versorgung ist jetzt nicht die beste, aber es geht nicht anders und außerdem dieser Folge ein Flieger, ein Panzer, das muss er erstmal wieder nachbauen. Gut, es geht hier weiter in Athen. Ich werde versuchen, dieses Korps auszuschalten. Ah. Es ist ärgerlich. Könnte ich hiermit das schaffen? Panzer kann nicht da reinfahren. Kann auch nicht. Das heißt, Athen wird diese Woche, diese Runde auch nicht fallen. Gut. Ja, nicht gut. Ich habe noch 300. Den Panzer werde ich nach dort fahren. Den werde ich an die Grenze verlegen. Wo benötige ich ihn? Ich werde ihn wohin kann ich ihn denn verlegen? Verlegen nach. Ich könnte ihn hier an diese Grenze verlegen. Kann ihn hier an diese Grenze verlegen. Dort kann ich ihn nicht verlegen, das wäre natürlich schön. Ich könnte ihn nach hier verlegen, damit ich... Ja, das ist eine gute Sache. So, Versorgung ist auch gut. Damit habe ich den Flieger. Geh nach hier. Partisanen sind da nicht anzutreffen. So. Die Rumänen. So, da habe ich ein paar Partisanen, das heißt, mit ihm kann ich nach Nisch ziehen und dann könnte ich diese Armee wieder setzen, wegmachen und damit schauen wir, ja, ist sie wieder frei und könnte für andere Schandtaten benutzt werden. Ich werde hier Sophia besetzen und ihn verlege ich auch, setze ich auch schon mal hier, damit der Split besetzt, damit wir hier diese Armee, dieses Korps auch herausziehen können. So. Er geht, die beiden fliegen schon mal hier rüber. Das Problem, was ich habe, ich komme nicht, wie ich geplant hatte, hier rüber. Ich habe mich da etwas verrechnet. Aus dem Grund muss ich warten, bis Athen gefallen ist und dann weitergehen. Ja, Griechenland ärgert mich jetzt etwas, aber ich kann nichts dagegen tun. So, jetzt werden diese Einheit. Erstmal rübergezogen. Wird dann nächste Runde weiter den Afrika-Feldzug unterstützen. Gut. Oh, 162 haben die Italiener. Die Deutschen haben noch 300. Brüssel, Den Haag. Brauche ich noch Truppen. Da sind auch noch überall Partisanen. Aus dem Grund bleibt das so wie gehabt. Ja.
Es ist nicht schön. Eigentlich müsste ich die noch verstärken. Aber können wir noch upgraden. Ja, das heißt, ich lasse die erstmal so. 311 ist nicht viel. Wen werde ich für 7 MPPs verstärken? Vielleicht hält er noch eine Runde in Bagdad aus. Hier ist ein Befehlshaber. Hier ist noch das indische Korps. Ein anderes Korps. Also ich vermute mal, Irak wird bald fallen. Ihn werde ich nach hier verlegen. Mit ein bisschen Glück könnte ich mir Kassala holen. Und dann dort Druck wieder auf die Hauptstadt ausüben. Die stehen ganz gut hier. Momentan habe ich da keine Probleme mit. Das heißt, ich werde dort warten. Bevor ich kaufe, werde ich jetzt den Seekrieg durchführen. Ich habe einmal geguckt. Könnte jetzt gegen diese drei Zerstörer. Ich habe einen kanadischen Zerstörer, einen leichten Kreuzer und ein Zerstörer vom Vereinigten Königreich, sogar zwei Stück. So, das ist natürlich nicht so schön. Ich habe hier oben die Prinz Eugen, einen schweren Kreuzer, und die Admiral Scheer, auch ein schwerer Kreuzer. Könnten beide rankommen. Aus dem Grund werde ich jetzt versuchen, erstmal diesen leichten Kreuzer auszuschalten, da ich mit meinen U-Booten da auch etwas erreichen kann. Weil, wenn ihr es hier seht, 3 zu 6, obwohl, man könnte ihn dann ausschalten. Das U-Boot ist dann natürlich hinfällig. Ihn muss ich definitiv in einen Hafen bringen. Weil mit einer Versorgung von 2 ist er nun nicht mehr einsatzfähig. Versorgung von 7, 8. Er hat auch nur noch 5, das heißt, ihn muss ich auch relativ schnell in einen Hafen bringen zur Wiederauffüllung der Ressourcen, um dann die Schlagkraft beizubehalten. Gut, womit fangen wir an? Das ist nicht so einfach. Die Prinz Eugen werde ich erst einmal hier runter schieben und sehe, ich habe 1 zu 4, 1 zu 3. Ihn ich erstmal hier beschießen und ja, es ist. Ich möchte den kanadischen Kreuzer eliminieren. Und damit mein U-Boot zu schützen. Gut, das wird nichts. Das aus dem Grund mache ich die sichere Methode. Ich werde ihn vernichten. Und mit ihm habe ich auch noch einen Angriff übrig aus dem Grund. Ah, ja, das war natürlich nicht sehr clever. Dann bewege ich nach dort. Bisschen aus der Reichweite. Also so. Die Falle ist ausgebaut, das heißt, entweder bewegt er sich nach hier, dann wird er auf meine schweren Kreuzer fahren, er bewegt sich nach hier, schwerer Kreuzer, oder er versucht hier rauszukommen, dann fährt er auf die U-Boote und damit ist er auch. Er könnte natürlich nach unten, aber ich glaube, so intelligent ist die KI nicht. Aus dem Grund werde ich ihn hier hinschieben, das heißt, er könnte natürlich hier runterfahren, aber ein paar Überfälle auf die Konvoirouten sind auch nie verkehrt. Den Bismarck habe ich noch. Sie werde ich natürlich jetzt auf Überfall setzen und diese Konvoiroute hier oben überfallen lassen. 304 habe ich noch.
Das heißt, ich habe hier noch die Scharnhorst und die Gneisenau. Die sollen hier bald dieses hier die russische Flotte beschäftigen als Schlachtkreuzer, zwei Schlachtkreuzer haben sie da dort doch gute Chancen dafür. Das U-Boot kann ich upgraden auf weiterentwickeltes U-Boot Stufe 1. Ich habe noch 304, aber ich werde jetzt mal überlegen, was ich tun werde. Ich brauche definitiv eine neue Einheit. Also ihn werde ich, genau, ihn setze ich nach Hamburg, da er dort hier meine Handelsroute gut beobachten kann und hier auch scouten kann in dem Bereich, um vielleicht feindliche Schiffe zu nutzen. Dann ihn werde ich nach Palermo setzen, um dort das Mittelmeer in Reichweite zu halten. So, ich könnte ihn dann gleich upgraden, nächste Runde. Somit geht das da auch voran. Ich brauche aber eine neue Einheit. Ich habe geschaut. Ich kann keine Panzer mehr bauen. Schwere Panzer kann ich erst ab Dezember 1941 bauen. Aus dem Grund habe ich entschieden für eine mechanisierte Einheit. Sie wird im Mai meinen Vorstoß in Russland fortsetzen. Sie ist relativ schnell. Sie kann zweimal angreifen. Und somit werde ich diese Einheit kaufen. Damit ich dann hier schnelle Vorstöße durchführen kann. Ich habe sie jetzt nicht verstärkt, weil ich Infanteriewaffen 2er nächste Runde hoffentlich habe und damit diese Einheit sowieso aufrüsten muss und sie eine Runde aussetzt. So, 67 werde ich sparen, weil den kriege ich nicht mehr auf Maximum. Aus dem Grund werde ich es sparen. Vielleicht werde ich die nochmal upgraden. Verentwickeltes Flugzeug, damit ich hier scouten kann und die gegnerischen Flieger mir nicht so viel anhaben können. Mit ihm werde ich auch viel scouten. Er hat eine Reichweite von, lass mich noch mal nachschauen, von 5. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nicht so gut. Muss ich auch nochmal überlegen. Weil der muss scouten, damit die Flieger einzusetzen sind. Ah. Wie? Ja, es ist alles nicht so einfach. 1, 2, 3, 4, 5. Ich kann hier, ich könnte hier hinfliegen. 1, 2, 3, 4, 5. Hier scouten. Das heißt, ich sehe, ob das Feld frei ist. Ich könnte nach Kiew fliegen, springen. Dann sehe ich, ob in Kiew etwas ist. Und zur Not kann ich mich hierhin ausweichen. Wenn ich hier sehe, kann ich mit dem nächsten Flieger fliegen. Ja, es wird sich zeigen, wie Russland läuft. Gut. Habe ich etwas vergessen? Afrika-Feldzug ist durchgeführt worden, er war sehr erfolgreich. Das Vereinigte Königreich ist sehr geschwächt. Die Rakete wurde abgefeuert, London ist weiter bombardiert worden. Die Briten erschauern über meinen technologischen Fortschritt in der Raketenforschung. Der Seekrieg ist abgeschlossen. 36 spare ich mir für nächste Runde, weil ich vermutlich sehr, sehr viel Geld in Upgrades investieren werde. Und jetzt die Italiener noch. Könnt ihr etwas tun? Ich habe 162. Den zurück in den Hafen schieben. Sie könnten ihre Flotte mal upgraden. Oder auch nicht. Moment, Forschung. Italien. Ah, Marinewaffen 1 ist noch nicht erforscht. Gut, dann können sie noch nichts tun. Aus dem Grund heißt es auch sparen, 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 sparen.
Dann hoffe ich mal, dass ich euch in der nächsten Folge wieder begrüßen darf und wünsche euch noch einen, ja, schönen Tag und bis zum nächsten Mal. China hat schönes Wetter, das heißt, es wird auf jeden Fall aufregend. Auch in China werden. Einen schönen Tag noch. Tschüss.